Wenn Abgeordnete sich vielleicht unparlamentarisch äußern, muss man sie zur Ordnung rufen oder bitten, ihre Wortwahl zu überdenken. Das ist die Vorstufe. Einfach nochmal, immer nochmal zu vermitteln, unser Leben wäre schlechter ohne die europäische Einigung. Hi, ich bin Lena, das ist meine Theke und heute rede ich mit Stefan Toscani. Was willst du trinken? Einen Kaffee. Kaffee? Ja. Oh, damit bin ich jetzt überfordert tatsächlich. Dann eine Cola? Das geht. Cola geht immer. Kaffee. Ja, bar. Ja, ich bin ein Kaffeeliebhaber, ja. Über den Tag hin. Brauchen wir wahrscheinlich. Ja. Und was machst du so? Beruflich, privat, egal. Ja, beruflich Landtagspräsident. Seit 3 Jahren im Saarland und ja, vorher Minister gewesen und seit jetzt knapp über 20 Jahren doch im Landtag des Saarlandes. Und wie kann man sich das so vorstellen? Was macht man denn so als Landtagspräsident? Dankeschön. Ja, man ist derjenige, der in den Plenarsitzungen des Landtages die Sitzungen leitet. Mhm. Ansonsten im Vorfeld die Präsidiumssitzungen leitet, die ja das Landtagsgeschehen auch sehr stark steuern und vorbereiten, das Präsidium. Und ansonsten die Landtagsverwaltung führen. Und wie sieht so der normale Tag aus? Oh, das ist ganz unterschiedlich, je nach dem, was ansteht. In einer Plenarsitzung natürlich klar die Führung, die Leitung der Plenarsitzungen. In der, den Tagen davor die Vorbereitung einer solchen Sitzung. Mhm. Die politische Vorbereitung mit dem Präsidium, mit Gesprächen mit den Fraktionen und den Fraktionsvorsitzenden um die Tagesordnung, die Themen. Das ist, will schon gut vorbereitet sein, denn so eine Plenarsitzung, sie ist ja auch mit so das Herzstück von parlamentarischer Demokratie. Mhm. Da überlegen die Fraktionen schon auch gemeinsam, welche Themen wo platziert werden, wie es für die Zuschauerinnen und Zuschauer, für die Bürgerinnen und Bürger interessant sein könnte, wie es auf die Medien dann auch am Ende wirkt. Mhm. Und von daher ist das so in der Plenarwoche schon sehr wichtig. Ansonsten natürlich den ein oder anderen Termin, wo man das Land repräsentiert auch, mhm, den Landtag repräsentiert, sei es außerhalb des Landes oder im Saarland. Ja, und ansonsten halt auch ganz stark, man ist ja auch als Landtagspräsident kein politisches Neutrum, natürlich auch die Arbeit in der eigenen Fraktion, mit der mhm eigenen Fraktion, in der eigenen Partei. Aber bei den Sitzungen bist du ja trotzdem neutral. Ja, das gehört dazu, dass der jeweils amtierende Präsident, die Präsidentin, die Sitzungen fair leitet für Opposition und Mehrheitsfraktionen oder fraktionslose Abgeordnete. Der Ansprechpartner ist der, der auf Fairness achtet, der auf die mhm Redezeiten achtet, der alle gleich behandelt. Auch ein Wesen von parlamentarischer Demokratie. Mhm. Und wie ist das so, wenn man selbst so denken würde, das ist doch alles Bullshit, was die da gerade entscheiden und man aber nicht mitsprechen darf? Ja gut, das gehört zur Rolle dazu. Ich kann zwar in den Sitzungen nicht das Wort ergreifen, in der Sache, mhm, aber man ist natürlich kein politisches Neutrum, sondern man ist natürlich auch jemand, der seine politische Meinung hat, der beispielsweise auch über eigene Schwerpunktsetzungen natürlich auch Politik mitbestimmen und gestalten kann. Mhm. In meinem Fall sind das 3 Schwerpunkte, die ich mir gesetzt habe als Landtagspräsident, 3 Schwerpunktthemen. Mhm. Das ist zum einen das Thema Europa, grenzüberschreitende Zusammenarbeit, deutsch-französische Beziehungen. Mhm. Zum anderen die Überlegung, wie können wir denn Erinnerungsarbeit lebendig halten, aber in einer Form, dass es für ja, die heute auch junge Generation spannend bleibt, interessant bleibt. Also welchen Beitrag kann Erinnerungsarbeit zur Gegenwart und Zukunft unseres demokratischen Gemeinwesens leisten? Mhm. Und das Dritte ist die Frage, Landtag als Repräsentationsorgan auch der Bürgerinnen und Bürger, wie können wir als saarländischer Landtag, als Parlament ein bürgernaher Landtag sein? Und wie funktioniert das? Letzteres, um damit mal anzufangen. Wir haben jetzt natürlich vor der Pandemie eine Reihe von Veranstaltungen auch gemacht, auch zum Teil neu konzipiert, mhm, um die Menschen im Saarland, um die Saarländerinnen und Saarländer stärker sozusagen für den Landtag zu interessieren. Beispielsweise haben wir
ein großes Bürgerfest veranstaltet. Tag der offenen Tür, wo sich die Fraktionen, die Abgeordneten präsentiert haben. Das war im Sommer 2018 mit einem für mich sehr großen und erfreulichen Zuspruch. Erinnere ich mich sogar dran. Ja, das war einfach, weil viele den Landtag vielleicht aus dem Fernsehen kennen, den Plenarsaal, aber zum ersten Mal überhaupt dann mal an einer Führung teilgenommen haben, den Plenarsaal gesehen haben. Also einen engeren Bezug der Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Parlament. Mhm. Der Landtag, das ist ja nicht das Parlament der Abgeordneten, sondern in meinen Augen der Saarländerinnen und Saarländer. Dann über einzelne Veranstaltungen, auch Gäste einladen, politische Debatten zu spannenden Themen organisieren und natürlich dann auch Bürgerinnen und Bürger dazu einladen. Und jetzt ist es ja im Moment so, dass ihr ja gar nicht unbedingt im Landtag seid. Also wenn jetzt im Moment Sitzungen übertragen werden. Richtig, die Plenarsitzungen, da sind wir ausgewichen. Wir sind ansonsten natürlich schon im Landtag, die Abgeordneten in ihren Büros. Die Ausschusssitzungen finden auch im Landtagsgebäude statt. Aber eben nochmal das Herzstück, das Kernstück, die Plenarsitzungen, die sind außerhalb in der Saarlandhalle im Moment überwiegend. Ja. Einfach aus Sicherheitsgründen. Was ist besser, so in diesem historischen Gebäude, wo irgendwie auch so die Stimmung mitschwingt, oder geht das schon auch in... Der Plenarsaal, also das Landtagsgebäude, ganz klar, das sagen auch alle Abgeordneten. Ja. Die Saarlandhalle ist natürlich aus gegebenen Gründen, aus verständlichen Gründen, sehr groß. Wir haben jetzt große Abstände. Das ist in puncto Sicherheit und Pandemie sehr gut. Aber der Plenarsaal ist schon... Sieht halt auch einfach so ein bisschen aus, als würde jeder eine Prüfung schreiben. Ja, es hat so eine etwas anonymere, sterilere Atmosphäre. Ja. Man sitzt im Plenarsaal des Landtagsgebäudes natürlich auch enger beieinander. Es kommt eine stärkere auch Debattenstimmung auf in unserem normalen Plenarsaal. Und musstest du auch schon bei so Debatten, sage ich mal, eingreifen, weil es irgendwie dann doch zu hitzig wurde? Das kommt zum Glück im Saarländischen Landtag nicht allzu oft vor. Mhm. Aber manchmal schon, wenn Abgeordnete sich vielleicht unparlamentarisch äußern, muss man sie zur Ordnung rufen oder bitten, ihre Wortwahl zu überdenken. Das ist die Vorstufe. Oder auch mal natürlich auf die Redezeiten auch einhalten. Das ist Stichwort Fairness, dass es fair zugeht, dass alle ihre Redezeiten, die ja besprochen sind, die ja beschlossen sind, die dann auch entsprechend einhalten. Das ist so die Hauptaufgabe, darauf zu achten. Ja, und wer hält die besten Reden? Das würde gegen meine Neutralitätspflicht verstoßen, da jetzt Noten zu vergeben. Das ist auch sehr subjektiv, das kann man so gar nicht sagen. Das ist immer etwas, was im Auge des Betrachters auch stattfindet. Der eine mag emotionale, feurige Reden und der andere oder die andere mag vielleicht eher sachlich orientierte Reden. Der eine mag es ein bisschen ausführlicher, die andere mag es kürzer und knackiger. Also da hat man sicherlich auch unterschiedliche Stile und auch Vorlieben der Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bist du schon mal eingeschlafen bei einer Rede? Nein. Ist alles noch spannend genug. Auf jeden Fall. Und jetzt stelle ich mir das relativ schwierig vor. Also du bist ja auch in der Politik trotzdem aktiv, und aber in dem Fall ja auch nicht parteiisch. Und was ist denn, ich sag mal, besser? Also selbst aktiv zu sein oder? Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich habe ja, bevor ich Landtagspräsident wurde, durchaus mehrere Positionen, mehrere Ämter innehaben dürfen. Sehr parteipolitisch geprägte Ämter, wie zum Beispiel das Amt des Generalsekretärs der CDU Saar in den 2000er Jahren oder auch parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion oder das Amt des Kreisvorsitzenden in meiner Heimat, dem Saar-Pfalz-Kreis. Also das ist etwas, was spannend ist, was prägt. Dann die Möglichkeit, die Chance, die ich haben durfte, Innenminister und Finanzminister unseres Landes zu sein. Das sind natürlich sehr Aufgaben, die sehr durch das jeweilige Ministerium, durch das jeweilige Ressort sehr stark geprägt sind. Also alles hat seine Reize. Was ich hier an dieser Position sehr, sehr spannend finde, ist, dass man ein Stück weit für die Demokratie als Ganzes steht, für die parlamentarische Demokratie auch denken muss, auch überlegen muss, das zähle ich mit zu meinen Aufgaben, wie können wir denn parlamentarische Demokratie in Zeiten von Populismus, in Zeiten einer sich verändernden Medienlandschaft auch und Medien generell
auch spannend halten, interessant halten. Wie kann im Wettbewerb der Systeme, Stichwort Entwicklung in Russland, Entwicklung in China, auch parlamentarische Demokratie zukunftsfähig bleiben? Es ist ja nicht so, dass gerade in einer offenen Gesellschaft, dass sie ein für alle Mal quasi erreicht und gesichert ist, sondern dass sie immer wieder auch Gefährdungen ausgesetzt ist. Und sich damit zu beschäftigen, finde ich, ist eine ganz, ganz lohnenswerte Aufgabe, die auch ganz gut zur Aufgabe und Rolle eines Parlamentspräsidenten passt. Und ist es auch irgendwo, ich sag mal, wichtig, dass man diese parlamentarische Arbeit auch irgendwie in die Bevölkerung trägt, damit gerade auch so Populismus nicht ganz so stark wird? Da hat man als Parlament ein paar Möglichkeiten, als Parlamentspräsident ein paar Möglichkeiten, aber es ist natürlich am Ende auch eine Frage des politischen Wettbewerbs der Parteien. Klar. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja. Trotzdem gibt es ein paar Möglichkeiten für parlamentarische Demokratie zu werben, immer wieder auch Entwicklungen aufzunehmen und vielleicht auch zu reformieren. Ein Beispiel. Durch die Pandemie ist jetzt eine Initiative nicht zum Tragen gekommen, die ich mir für dieses Jahr vorgenommen hatte, eigentlich schon für letztes Jahr vorgenommen hatte. Ich wollte nämlich eine Initiative starten, Landtag vor Ort. Das heißt, die Abgeordneten aus einer Region, aus einem Kreis einladen, sich gemeinsam dann mal in der Öffentlichkeit auch zu präsentieren, sei es auf einem Wochenmarkt, sei es bei einer öffentlichen Veranstaltung, bei einem Abendtermin, wo man Bürgerinnen und Bürger aus der Region einlädt. Also durchaus die Abgeordneten den Landtag noch nahbarer, noch stärker zu den Bürgerinnen und Bürgern bringen. Eine andere, stärker politische Diskussion ist es, zum Beispiel kann man die parlamentarische Demokratie ergänzen um sogenannte repräsentative Bürgerforen. Das ist eine Idee, die zum einen uralt ist, ein bisschen aus der Demokratie des alten Athens kommt ursprünglich mal, die jetzt aber in der ein oder anderen Region auch aufgenommen wurde, auch in Belgien beispielsweise, in Ostbelgien, die auch auf kommunaler Ebene erprobt wurde. Das heißt, kann man zu einem bestimmten Thema zufällig, aber repräsentativ ausgewählte Bürger einladen, sie über mehrere Wochen unter einer neutralen Moderation das Thema diskutieren lassen und dann zu einer Art Fazit kommen. Und dann natürlich überlegen, jetzt aus Sicht des Parlaments, können wir denn diesen Input, dieses Ergebnis, was das Bürgerforum geleistet hat, in unserer parlamentarischen Arbeit verwerten? Immer natürlich nach dem Motto, entscheidend und die gewählte Legitimation haben die Parlamentarier. Klar. Aber es kann ja nicht schaden. Wir machen ja auch Anhörungen zu Gesetzen. Wir hören Verbände aus der Wirtschaft an, wir hören Gewerkschaften an, wir hören Sozialverbände an, je nach Thema. Also wir laden ja immer auch sogenannte Nichtregierungsorganisationen, Interessenverbände ein, um uns beraten zu lassen in den jeweiligen Gesetzgebungsverfahren. Das heißt, warum nicht auch eine Gruppe von repräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern dann auch zu einem bestimmten Thema um ihre Meinung zu bitten? Und das ist ein Punkt, von dem ich glaube, dass er gut geeignet wäre und ganz spannend wäre, um parlamentarische Demokratie weiterzuentwickeln. Ich glaube tatsächlich auch, also gerade auch wenn man wirklich so ein bisschen auch das Gefühl hat, man könnte ja auch ausgewählt werden, um mitzuentscheiden. Also ich glaube, das ist schon wichtig. Also diese Nähe zu den Bürgern, glaube ich, könnte auch vielleicht noch besser werden. Also ich glaube, viele wissen auch gar nicht so ganz genau, was das saarländische Parlament überhaupt macht. Also so. Ja, klar, weil ja die Abgrenzung der Kompetenzen von Bundestag und Landesparlamenten ja auch jetzt hier nicht jedem so geläufig ist. Nee. Man weiß irgendwo, ja klar, die Landespolitik ist für Schulen und ja, Bildungsbereich zuständig, genau, für die Kultur. Aber die genaue Abgrenzung haben ja die wenigsten so sozusagen dann auch auswendig drauf und in allen Details. Ja. Spannend daran ist auch, dass du eine Gruppe hast, die zunächst einmal mit dem Thema normalerweise nichts zu tun hat. Im Normalfall hören wir Interessenverbände oder Bürgerinnen und Bürger, die dafür oder dagegen sind. Aber Menschen, die irgendwo einen Bezug zum Thema haben. Und das Spannende an den repräsentativen Bürgerforen ist, dass nach dem Zufallsprinzip eben dann ausgewählte Bürgerinnen und Bürger da sind, die nicht zwingend oder in den seltensten Fällen einen persönlichen Bezug zu dem Thema haben, die aber eine Meinung haben. Und die ist eben dann wichtig. Also der Bürger, der weder einen Vorteil noch einen Nachteil durch diese Entscheidung hat, aber dessen Meinung dann oder eine Bürgerin, deren Meinung dann gefragt ist. Und
warum ist es denn bei uns eigentlich nicht so? Also im Fernsehen sieht man ja oft so aus, keine Ahnung, England oder Italien, dass die Diskussionen in so einem Parlament so richtig hitzig werden und da gehen Leute aufeinander zu und prügeln sich oder erzählen 10 Stunden lang irgendwie aus einem Märchenbuch. Warum ist das bei uns nicht so? Es hat mit der demokratischen Kultur in unserem Land zu tun, wie sie sich entwickelt hat, dass es doch immer sachlicher zugeht. Zum Glück ja auch nicht irgendwo in körperliche Gewalt ausartet. Ja. Das ist ja gerade nicht der Sinn von parlamentarischer Demokratie, sondern dass man hart in der Sache streitet, hart mit Argumenten streitet, aber eben eine zivilisierte Auseinandersetzung hat. Das ist, mag vielleicht auch mit der Mentalität eines Landes unter Umständen zu tun haben. Das andere, ja, sind Verfahrensregeln, die doch darauf abzielen, auch zu Ergebnissen zu kommen. Debatte, Auseinandersetzung, ja, aber in unserer parlamentarischen Demokratie der Bundesrepublik auch so, dass es irgendwann zu Ergebnissen kommt. Wir haben ja durchaus intensive auch Beratungen in den Parlamenten um die Gesetze. Gesetze werden ja nicht sozusagen einmal beraten und durchgewunken, sondern wir haben 2 Beratungen im Plenum, sowohl im Bundestag als auch in den Landtagen. Genau. Und dazwischen den beiden Beratungen dann intensive Auseinandersetzungen der Fachausschüsse eines Parlaments mit den Gesetzesvorlagen. Das heißt, wir haben ein Verfahren, das auf der einen Seite sehr intensive, gründliche Beschäftigung mit dem Thema sicherstellt, mit den Gesetzen sicherstellt, auf der anderen Seite aber auch so gestrickt ist, dass wir irgendwann dann auch zu Ergebnissen kommen. Braucht man ja auch. Man braucht irgendwann eine Entscheidung. Wenn man 10 Stunden aus dem Märchenbuch vorliest, kommt auch niemand weiter. Das bringt ja auch in der Sache nicht weiter. Genau. Aber wäre es nicht vielleicht sogar für die Bürgerin im Endeffekt spannender? Also wenn es so ein bisschen hitziger wäre. Es kommt ja auch vor, dass es mitunter mal hitzig ist. Nein, das nicht. Das gehört nicht dazu. Das ist ja nochmal nicht das Wesen von parlamentarischer Demokratie. Aber Parlamentsdebatte darf ruhig auch emotional sein, darf ruhig auch spannend sein, darf ruhig auch ein Stück weit polemisch sein, solange es nicht verletzend ist. Das ist ja auch ein Stilmittel, sich mal, sagen wir mal, zu überzeichnen, drastisch zu äußern, im Sinne von anschaulich und emotional. Das ist durchaus auch Teil einer spannenden parlamentarischen Debatte. Okay, also wird es bei uns auch keine Prügeleien mehr geben? Ich hoffe nicht. Bisher jedenfalls nicht vorgekommen. Im jetzigen Parlament nicht? Nein, da würde ich vorher einschreiten. Sehr gut. Jetzt noch ein weiteres Thema, was du ja eben auch schon angesprochen hast. Europa, Saarland als Herz Europas. Stimmt das so? Auf jeden Fall, nach meiner Auffassung. In jedem Fall. Es ist natürlich einmal aufgrund unserer geografischen Lage. Wir blicken mit einem Teil unseres Landes nach Deutschland und mit dem anderen Teil unseres Landes schauen wir nach Frankreich. Mit einem kleineren auch nach Luxemburg. Das heißt, und dann auch noch in die Pfalz. Ja, als Teil Deutschlands sozusagen, als der Blick in die Richtung Mosel und Pfalz, als der Blick nach Deutschland, den wir haben. Und dann eben der Blick nach Frankreich mit einem wesentlichen Teil unserer Landesgrenze. Ja, auch Saarbrücken als die deutsche Großstadt, als die einzige Landeshauptstadt, die auf der Grenze liegt, deren Stadtgrenze zugleich eine nationale Grenze ist. Das ist ja auch, für uns ist es so normal, aber das ist ja schon im bundesweiten Vergleich betrachtet etwas Besonderes. Na. Aus dieser geografischen Lage erwächst eine europäische deutsch-französisch, deutsch-luxemburgische Prägung. Mhm. Zum anderen natürlich auch aufgrund unserer Geschichte. In der jüngeren Vergangenheit, wir hatten vor einem Jahr Saarhundert gefeiert, dieses Hin- und Hergerissensein zwischen Deutschland und Frankreich hat, glaube ich, auch unser Land ein Stück weit geprägt und hat uns auch, wenn man es mal aus heutiger Sicht jetzt sieht, wir kennen ja nichts anderes von unserer Lebensspanne her als das Saarland als Teil der Bundesrepublik Deutschland. Klar. Aber es hat doch uns eine Verantwortung mitgegeben für Europa. Wir, die in dieser Region jetzt mal noch länger zurück betrachtet als nur zu saarländischen Zeiten und Saargebietszeiten, in dieser Region ganz besonders unter deutsch-französischen Konflikten gelitten haben, sind diejenigen, die heute ja durch die europäische Einigung in ganz besonderer Weise auch die Vorzüge
dann einer europäischen Einigung leben dürfen, dass man ein, wenn man möchte, ein sehr internationales Leben führen kann, dass man zwischen Deutschland und Frankreich hin und her pendeln kann, sei es beruflich, sei es privat, sei es touristisch. Diese Möglichkeiten zu haben, sind für uns Saarländerinnen und Saarländer ja ganz selbstverständlich. Für Menschen, die aus Hessen oder aus Thüringen kommen, aber etwas Spektakuläres oder Besonderes. Also auch in, wenn man jetzt mal so ein Autostunden sieht, in einer guten Stunde, anderthalb Stunden in Straßburg zu sein, in einer Stunde in Luxemburg zu sein, in drei Stunden in Brüssel, in einer weniger als einer Stunde von Saarbrücken aus betrachtet, nach Metz zu fahren. Das sind ja Möglichkeiten, die andere so nicht haben. Also dieses, wenn man es möchte, europäische Lebensgefühl auch. Aber, und das ist mein Punkt, all das, geografische Lage, Geschichte, Lebensgefühl, all das hat auch und führt auch für mich als Politiker dann zu dem Ergebnis, dass wir auch einen europäischen Auftrag eben haben, dass wir als Grenzregion immer auch diesen grenzregionalen Aspekt in die bundesdeutschen Debatten einzubringen haben. Ist für mich auch eine der stärksten Begründungen für die Eigenständigkeit unseres Landes. Dass wir immer wieder sagen können, das, was wir hier an Erfahrung historisch, politisch haben, ist etwas, was wir zum großen Ganzen der Bundesrepublik Deutschland beitragen können, gerade im deutsch-französischen Bereich. Das hat so keine andere Region in Deutschland. Das macht uns einzigartig, gibt uns aber auch dann einen besonderen Auftrag, den wir politisch auch wahrnehmen müssen. Was genau macht denn Europa für dich aus überhaupt? Ui, das ist eine große, große Frage. Ja. Für mich persönlich, europäische Einigung, natürlich, dass wir in einer friedlichen Welt leben dürfen. Was unseren Lebenskreis anbetrifft. Nochmal, für uns, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland geboren und groß geworden sind, völlig normal, nur mit einem etwas historischen Blick, muss man sagen, historisch eigentlich atypisch. Und deshalb ist es kein Zufall oder kein reines Glück, sondern es ist das Ergebnis von kluger Politik, diese europäische Einigung, die zur längsten Friedensperiode in Europa seit Jahrhunderten geführt hat. Also einmal diese Chance, in Frieden zu leben, dann in einem relativen Wohlstand ja auch zu leben. Die europäische Einigung mit dem Binnenmarkt hat dazu geführt, dass gerade wir Deutschen, die ein exportorientiertes Land sind, in besonderer Weise auch davon profitieren. Zwei Drittel unserer Exporte gehen nach wie vor in die Europäische Union. Das heißt, Wohlstandssicherung durch gemeinsamen Markt, durch einen Binnenmarkt auf jeden Fall. Und auch die Möglichkeit, ja, mit anderen Kulturen in Berührung zu kommen. Diese Vielfalt, wenn man es möchte halt. Ne? Dieses, wenn man sagt, Europa ist viele Sprachen, viele Kulturen, auf vergleichsweise kleinerem Raum dann doch. Das ist weltweit einzigartig und das leben zu dürfen, ist eine Riesenchance. Nochmal, man muss es nicht, wenn man es nicht mag, aber man kann dadurch natürlich, es ist einem im guten Sinne bereichernd und kulturell eine enorme Chance. Ja. Ich denke auch gerade für jüngere Menschen ist es auch eine Chance. Also ich meine, für uns ist es ganz normal, irgendwie in zwei Stunden in Paris zu sein. Klar ist jetzt auch wieder nur Frankreich, aber auch, keine Ahnung, also ich habe zum Beispiel eine Freundin in Polen. Das wäre auch so als Schüleraustausch vorher wahrscheinlich nicht so unbedingt möglich gewesen. Also zumindest nicht so einfach. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich da auch irgendwie nochmal so ein bisschen damit beschäftigt, was das einem eigentlich auch bringt. So, also ganz unabhängig von den wirtschaftlichen und friedenssichernden Maßnahmen. Weil da könnte man auch sagen, es geht irgendwie anders. Ja, auf jeden Fall. Es ist... öffnet Horizonte. Ja. Es prägt einem, es die Auseinandersetzung mit einer, die Beschäftigung mit einer anderen Sprache, mit einer anderen Kultur, lässt einem auch die eigene Kultur noch einmal bewusster werden. Man lernt andere Sichtweisen kennen. Hertha Müller, die deutsche Friedensnobelpreisträgerin, hat mal gesagt, in jeder Sprache sitzen andere Augen. Und das macht es im Grunde deutlich, dass eine Sprache lernen nicht nur einfach heißt, okay, andere Vokabeln und Begriffe, andere Grammatik, sondern dass man dadurch die Welt auch mit anderen Augen eben sehen kann. Und das ist ungeheuer interessant, spannend, bereichernd. Deswegen versuche ich immer, wenn ich andere Sprachen zu lerne, als erstes die Essenssachen zu lernen. Da hat man am meisten davon. Dann lernt man gleich so, ah ja, da gibt es das und das. Und das kenne ich auch, oder? Ja. Auf jeden Fall. Aber es gibt ja jetzt mittlerweile auch ziemlich viele antieuropäische Strömungen. Also sowohl bei uns, auch hier im Saarland, aber auch in anderen europäischen Ländern. Kann man das irgendwie noch stoppen?
Ja, durch gute, überzeugende Politik, glaube, bin ich davon fest überzeugt. Es geht natürlich immer noch mal darum, auch diese Vorteile zu vermitteln. Und zwar nicht in einer noch mal technokratischen, abstrakten, fernliegenden Sprache, sondern in Fußgängerdeutsch. Einfach noch mal, immer noch mal zu vermitteln, unser Leben wäre schlechter ohne die europäische Einigung. Gerade wenn wir mal in die Welt blicken jetzt. Eine Welt, die ja nicht gerade stabiler oder sicherer wird in den letzten Jahren und gegenwärtig, muss man eigentlich sagen, wenn wir unsere, als Europäer, unseren European Way of Life, unseren Lebensstil, den wir haben, das ist ein besonderer Lebensstil, Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit zu verbinden mit relativem wirtschaftlichen Wohlstand, verbunden mit einem doch im weltweiten Maßstab betrachtet ganz guten sozialen und ökologischen Absicherung, dann ist das keine Selbstverständlichkeit. Und da muss man, können wir das, glaube ich, nur verteidigen und in die Zukunft führen, dieses Lebensmodell, wenn wir zusammenhalten. Mhm. Das bringt da immer ganz gern so eine Zahlenreihe, die ist ein bisschen veranschaulich. Das ist 20, 11, 7, 4. Was ist, das steht dahinter? Das zeigt oder sozusagen beziffert den Anteil der Europäer an der Weltbevölkerung. Im Jahr 1900 hatten die Europäer einen Anteil an der Gesamtweltbevölkerung von 20%. Mhm. 100 Jahre später, im Jahr 2000, hatten wir noch einen Anteil von 11%. Gegenwärtig sind wir, glaube ich, bei 7. Und am Ende des Jahrhunderts, am Ende dieses 21. Jahrhunderts, das ist ein Zeitraum, von dem ich hoffe, dass meine Kinder ihn noch erleben, also gar nicht mal so ganz, ganz, ganz weit weg, haben die Europäer einen Anteil an der Weltbevölkerung von 4%, von nur noch 4%. Das ist echt wenig. Das heißt, das ist wenig. Und wenn wir da das, was ich eben beschrieben habe, European Way of Life, auch Sicherheit, Frieden, Wohlstand etc., wenn wir das bewahren wollen, dann geht das nur, wenn wir zusammenarbeiten, wenn die Europäer zusammenhalten und zusammenarbeiten. Aber also ich sag mal so, es gibt ja auch oft dieses, ja, Europa macht aber irgendwie seltsame Gesetze, die irgendwie niemand umsetzen will, so gerade Bananen. Ich glaube, es kommt immer, also wenn man an Europa denkt, kommt immer direkt, die EU hat die Bananen gerade gemacht. Muss man da irgendwie so ein bisschen am Marketing feilen? Braucht Europa ein neues Marketing? Ja, das schadet nie. Immer nochmal auch, Stichwort Fußgängerdeutsch, auch zu begründen, warum es welche Regelungen gibt. Oft stehen dahinter ja durchaus nachvollziehbare, gute Gründe. Beispiel mal die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Das war ja so ein Aufregerthema. Ne? Viele, die sagten, alles immer schwieriger, alles komplizierter und völlig unnötig. Und braucht man das? Naja gut, wenn man mal auch dann Stichwort European Way of Life, Freiheitsrechte, auch das Recht auf Datensicherheit nehmen, nicht ausspioniert zu werden, nicht alles preisgeben zu müssen, dann ist das im weltweiten Maßstab betrachtet etwas, was ja Maßstäbe setzt, wo mittlerweile andere Weltregionen hinschauen und sagen, boah, das ist der mittlerweile Goldstandard beim Datenschutz in der Welt, diese europäische Datenschutzgrundverordnung. Klingt furchtbar technokratisch, aber zwingt ja dann auch Internetgiganten wie Google, Amazon das und stimmt. andere überhaupt diese völlig, sagen wir mal, wilde, unregulierten Zustand ein Stück weit einzuhegen, im Sinne auch des Schutzes der Bürgerinnen und Bürger und dass diese Digitalisierung, die ja heftig vorangeschritten ist in den letzten Jahren mit vielen Vorteilen, die aber auch Schattenseiten hat, ein Stück weit im Guten für die Bürgerinnen und Bürger auch reguliert wird und eingehegt wird. Aber ich sag mal, es ist ja trotzdem so, dass ich will nicht sagen, dass vieles irgendwie ein Monstrum wird, was die EU macht, aber es ist schon immer so, es kommen halt von oben irgendwelche Verordnungen, die wir hier umsetzen müssen. Also ich glaube auch, gerade im saarländischen Parlament wird das bestimmt auch oft Thema sein. Mhm. Die EU hat was entschieden und wir müssen irgendwie gucken, dass es praktikabel wird. Ja, anpassen und umsetzen ist deutsche Recht. Auch gerade in der Agrarkultur zum Beispiel, da wird ja auch vieles besprochen. Macht das Ganze nicht unheimlich kompliziert, auch irgendwie voranzukommen? Solange es, sag mal so, wenn es einmal in der Europäischen Union und für die Europäische Union entschieden ist, führt es ja in der Regel dazu, dass gleiche Regeln dann auch in allen Ländern der Europäischen Union gelten. Mhm.
was das Funktionieren des gemeinsamen Marktes erleichtert. Das macht diesen großen gemeinsamen Markt, den größten Binnenmarkt der Welt, dann irgendwo auch schon dann natürlich auch attraktiv und wettbewerbsfähig. Also das ist schon, man müsste es dann Fall für Fall auch immer durchdeklinieren. Richtig ist, was du sagst, dass vieles erstmal, ich würde mal sagen, technokratisch oder abstrakt daherkommt. In der Regel, wenn man mal genauer hinschaut, wenn man sich mal damit beschäftigt, hat es oft sehr gute Gründe oder ist es nachvollziehbar. Da gibt es so ein Delta dazwischen, wo man sagen kann, Mensch, da wäre es doch wichtiger, dass man auch erklärt. Da finde ich übrigens, dass Regionen oder in Deutschland Bundesländer, auch Landespolitik, eine ganz gute Rolle hat. Wir könnten sowas sein wie Mittler zwischen den Bürgern und der Europäischen Union und umgekehrt auch diejenigen, die von Dinge, die von Europa kommen, auch ein Stück weit besser und stärker erklären. Da sehe ich übrigens eine ganz gute Chance in dem, was jetzt auf europäischer Ebene gerade gestartet ist. Wird durch die Pandemie leider ein bisschen überlagert. Das ist der Kongress zur Zukunft Europas. Geht nämlich von der Grundidee davon aus, Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union auch zu fragen, ja, wie stellt ihr euch denn die Zukunft der Europäischen Union vor? Welche Vorschläge habt ihr? Welche Reformen müsste man möglicherweise anstoßen? Wäre auch ein Thema, finde ich, für das saarländische Landesparlament, auch mal zu überlegen, wie können wir denn diesen, welche Impulse können wir in Richtung Europäischer Union setzen? Und was können wir denn auch an Anliegen der Bürgerinnen und Bürger aufnehmen, ein Stück weit bündeln auch, um es dann dort in diesem Kongress einzubringen? Was würdest du ändern? Ich würde die Mehrheitsregeln bei der Außenpolitik ändern. Problem ist ja im Moment, wir sind jetzt 27. Wenn wir, Beispiel Russland, Nawalny, eine europäische Antwort geben wollen, dann brauchen wir in außenpolitischen Fragen bei solchen Entscheidungen alle Mitgliedstaaten. Und da kann es vorkommen, dass Malta oder Zypern als einzige dagegen sind, wo 26 andere, auch die großen Länder, voll dafür sind. Na. Und die Europäische Union wird dadurch handlungsunfähig. Na. Das geht auf Dauer nicht, wenn wir es mit Akteuren wie Russland, China, den USA zu tun haben, wenn dann sozusagen der Langsamste im gesamten Geleitzug alles blockieren und alles hemmen kann, so werden wir nicht handlungsfähig. Der französische Präsident Emmanuel Macron bezeichnet das als strategische Autonomie. Das wird man, im Deutschen ist, glaube ich, mehr gemeint, eine handlungsfähige Europäische Union, ein handlungsfähiges, starkes Europa, was auch auf der Weltbühne agieren kann. Also da würde ich, wenn es geht, sofort was verändern, weil das zunehmend zu unserem Problem wird. Ja. Glaube ich auch. Also. Ansonsten würde ich, wo wir gerade dabei sind, was könnte man tun? Rein praktisch, wir haben vorhin über unterschiedliche Kulturen, Sprachen in Europa gesprochen. Ich würde für jeden 18-Jährigen, würde ich gucken, wenn junge Leute 18 werden, ein Interrail-Ticket zu schenken. Und sagen, da schaut euch Europa an. Ja. Das wäre etwas, was glaube ich, ganz, ganz praktisch eine junge Generation noch stärker mitnehmen würde für Europa. Ja. Einfach die Chance geben, sich es anzuschauen oder einen Teil jedenfalls anzuschauen. Ja, das stimmt. Eine Freundin von mir hat das auch gemacht. Fand es grandios. Ich war nur in Polen. Ja, oder auch noch die Möglichkeit zu Studienaufenthalten in anderen Ländern der Europäischen Union, Erasmus-Programm auszubauen, auch nicht nur für Studentinnen und Studenten, sondern auch für Lehrlinge. Solche Programme gibt es ja auch. Die könnte man vielleicht noch ein bisschen ausbauen. Also da würde ich ansetzen. Also bei jungen Leuten? Ja. Macht ja auch Sinn. Aber jetzt auch gerade dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, war es ja so, dass viele Menschen das allererste Mal gemerkt haben, was eigentlich eine Grenze ist. Also mir ging es zum Beispiel auch so, ich habe vorher noch nie in meinem Leben eine Grenze gekannt, also außer wenn ich in die USA geflogen bin, aber ansonsten gab es ja nicht. Ist das eine Chance? Es macht auf jeden Fall nochmal bewusst, wie gut es uns geht. Du hast es an deinem Beispiel geschildert, du kommst aus einer Generation, die nichts anderes kennt als offene Grenzen. Ja. Ich bin ein paar Jahre älter, habe noch erlebt in meiner Jugend, dass man eben Geld tauschen musste, wenn man nach Frankreich, England oder Italien reisen wollte. Ja, das kommt ja noch erschwerend hinzu. Das ist einmal, und dass man eben dann auch Grenzen schlichtweg passieren musste, dass man kontrolliert wurde, dass man anhalten musste, dass es Kontrollen gab, dass man nicht einfach durchfahren konnte, als ob es nichts gäbe. Nein, ja. Da gab es Grenzen, es gab Grenzkontrollen, es gab Schlagbäume.
All das ist aber nochmal nicht wie von Zauberhand weggefallen, sondern das war das Ergebnis einer, aus meiner Sicht, klugen, umsichtigen, guten Politik, die proeuropäisch war. Und wenn man das Rad der Geschichte zurückdreht, wie das einige wollen, dann verschlechtert man Lebensbedingungen und Chancen in der Europäischen Union. Also das ist eine ganz klare politische Entscheidung, in welche Richtung man will. Deshalb muss man es auch immer wieder an den Punkt bringen. Mhm. Und Stichwort deine Generation, eurer Generation, deiner Generation auch vermitteln, Leute, das ist nichts, was ein für alle Mal selbstverständlich und gesichert ist. Dafür muss man auch immer wieder überzeugen und werben und für diese Politik dann auch eine Mehrheit haben in der Demokratie. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Stichwort, also dass auch dieses, dass man auf einmal auch gemerkt hat, es ist ja gar nicht selbstverständlich. Also mir war das halt auch nicht so bewusst, dass es einfach nochmal gehen kann, dass wir eine Grenze haben. Also das war so von heute auf morgen und niemand wusste wirklich, wie er damit umgeht. Und ich glaube, das war eigentlich schon wichtig irgendwie, das auch zu erfahren. Ja, es war nichts, was wir wollten, obwohl wir gerade als Landespolitik nicht begeistert waren. Aber es hat, wie du es geschildert hast, doch eine Erfahrung gebracht, die ganz heilsam vielleicht dann ist. Ja, also klar, natürlich für die, für die deutsch-französische Freundschaft oder auch für die, also politisch ist es bestimmt jetzt nichts, was man nochmal will. Aber also ich fand es unheimlich interessant zu erfahren. Hm? Also ich meine auch dadurch, dass man ja wusste, sobald es wieder besser wird, geht es auch wieder auf. Hm. Also will niemand hier, dass es so bleibt. Fand ich schon sehr, sehr spannend. Die Diskussion dazu. Ja, und weil es auch zeigt, Leute, wenn ihr bestimmte Gruppierungen, Parteien wählt, dann kommt das wieder zurück. Ja. Die das ja explizit zu ihrem Programm machen. Ja. Möchten wir nicht. Ich nehme mir jetzt was zu trinken. Ja, was trinkst du? Eigentlich müsste man ja an der Theke ein gutes saarländisches Bier trinken. Direkt. Ja, dann steigen wir mal um.